Hallo Kinder, ich bin der Tore und ich bin seit mittlerweile 4,5 Jahren bei Lilalu als Workshopleiter tätig, unter anderem in den Bereichen Parkour, Freerunning, Stunt Action und auch ab und zu Akrobatik. Heute möchte ich euch den Macaco erklären. Der Macaco ist eine Grundübung aus dem Capoeira, kann euch aber auch helfen, Tricks zu lernen, wie zum Beispiel den Rückwärtssalto oder den Flickflack, da er euch hilft, eure Angst zu überwinden, kopfüber zu sein, Gewicht auf euren Händen zu haben, genau alles, was eigentlich eine Rückwärtsbewegung involviert, da kann euch der Macaco helfen, euch zu überwinden. Genau, und ich will gar nicht so lange drum herum reden, ich zeige euch erstmal, wie das aussieht. Okay, das war eine Art, wie man den Macaco machen kann. Es gibt noch einige andere, also es gibt Variationen des Tricks. Zum Beispiel, man kann ihn auch mit beiden Händen machen, das heißt, man beginnt mit einer Hand und setzt dann die zweite Hand dazu. So sieht man ihn meistens im Capoeira. Es gibt noch alle möglichen anderen Variationen, aber wir behandeln jetzt erstmal den und es ist der, den man meistens die Freerunner machen sieht, und zwar mit einer Hand. Genau, was zu beachten, und zwar als allererstes Mal, wie bei fast allen Tricks oder bei allen Tricks, aber bei dem ganz besonders. Ihr müsst euch gut warm machen und gut vorher dehnen. Es geht vor allen Dingen um die Region um die Schulter, also um die Schultern, die Hüfte. Das heißt, die Hüfte muss schon gut vorgedehnt sein. Genau, ihr müsst eure Schulter so aufgewärmt haben, dass sie euch nicht wehtut, wenn ihr sie belastet, wenn ihr Gewicht draufbringt. Und genau, dann gibt es noch einige Vorübungen und die werde ich jetzt vormachen. Aber beim Macaco ist es tatsächlich so, dass die beste Vorübung für den Macaco der Macaco ist. Und ich werde euch genau erklären, wie das funktioniert und was genau das heißt. Okay, ich hoffe, ihr habt euch gut aufgewärmt. Wenn ihr dann soweit seid, können wir mit den Vorübungen beginnen. Also eine Übung, die ihr schon vorher beherrschen solltet, bevor ihr überhaupt anfangt, den Macaco zu üben oder zu lernen, ist die Brücke. Zum einen solltet ihr auf jeden Fall in der Lage sein, die Brücke aus dem Liegen zu machen. Das heißt, diese Position aus dem Liegen einzunehmen. Und im besten Fall seid ihr auch in der Lage, die Brücke aus dem Stand zu machen. Dann und insbesondere, wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, die Brücke schon aus dem Stand zu machen, solltet ihr diese Übung machen. Die ist wesentlich ähnlicher wie der Macaco selbst, also die Bewegungen ähneln sich viel mehr. Ihr stellt euch wieder hin und begebt euch runter auf eine Hand und steht wieder auf. Das könnt ihr auch auf beiden Seiten probieren. Genau. Und wie ihr seht, beim Macaco sah das ja schon sehr ähnlich aus. Ist im Prinzip fast dieselbe Bewegung. Gut, eine andere und die letzte Übung, die euch sicherlich hilft, eine Macaco zu machen, aber nicht direkt eine Voraussetzung ist, ist der Handstand. Da haben wir ein ganz tolles Tutorial von Max auf der Seite. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Genau, beim Handstand, selbst wenn ihr es noch nicht schafft, frei im Raum zu stehen, macht den Handstand an der Wand. Es geht erstmal nur darum, dass ihr versteht, wie es sich anfühlt, euer Körpergewicht auf euren Händen und Schultern zu tragen. So, jetzt haben wir die Vorübung abgeschlossen. Wir widmen uns wieder dem Macaco selbst. Dazu begeben wir uns wieder in diese Position. Das heißt, unser Gewicht wird auf eine Hand verlagert, und zwar bei mir auf die rechte, weil, wie ihr vorhin ja gesehen habt, beim Macaco drehen wir uns nicht direkt über die Längsachse, sondern leicht über die Schulter. Bei mir ist es die rechte Schulter und deswegen kommt auch die rechte Hand auf den Boden. Dann achte ich darauf, dass ich genug Platz zwischen meinem Fuß und meine Hand habe, sodass ich mich aufrichten kann, wie in der Brücke. Denn wir brauchen diesen Platz, um später mit der Hüfte Schwung zu holen. Wir werden nämlich nicht nur mit den Füßen Schwung holen, also nicht nur durch den Sprung, sondern eben auch mit der Hüfte und mit dem Arm. Das heißt, der Arm wird nach oben geschleudert, wir springen ab
Und unsere Hüfte schleudert auch nach oben. Sinn der Sache ist letztendlich, unseren Körpermittelpunkt, unseren Schwerpunkt über die Schulter und über die Hand zu bringen. Besonders die Hüfte. Das heißt, wir versuchen von hier wirklich uns so weit aufzurichten, dass wir uns sauber mit unserem gesamten Gewicht auf unserer Schulter und auf unserer Hand befinden und uns hier gut stützen können. Nicht darüber hinaus, wenn der Winkel zu groß ist, also von hier nach da, dann fallt ihr in die Richtung. Andersrum kommt ihr wahrscheinlich gar nicht erst rüber. Das heißt, wenn ihr hier abspringt, versucht ihr direkt den Arm gerade zu haben und euer gesamtes Gewicht auf dem Arm und auf eurer Hand zu haben. Gut, aus dieser Position werden wir auch schon direkt den Makako machen. Der wird noch nicht ganz so aussehen wie der, den ich im allerersten Video gemacht habe. Wir werden noch etwas zögerlicher sein, aber das ist ganz normal. Und wenn ihr das so macht, wie ich das jetzt einmal vormachen werde und es noch nicht so aussieht, wie ihr das gerne hättet, seid euch darüber im Klaren, dass das trotzdem die gleiche Bewegung ist. Und wenn ihr das einfach nur oft genug wiederholt und jedes Mal 1 Zentimeter steigert, 1 Zentimeter höher geht, dann wird es innerhalb von einer Woche sehr ähnlich aussehen wie das, was ich am Anfang gemacht habe. Genau. Also, Hand hin, Füße auf den Boden, abspringen und dann Hüfte vor allem etwas flacher über den Boden schleudern, Hand mitnehmen und einfach mal nur so zur Seite hüpfen. So, ja, ich weiß, das ist noch nicht das, was man sich unter dem Makako jetzt mittlerweile vielleicht vorstellt, aber es ist genau dieselbe Bewegung. Und das macht den Makako so interessant und so schön, weil man kann ihn wirklich Schritt für Schritt steigern. Ganz simpel, ganz basic anfangen und dann ganz am Ende wird man zumindest bei was Ähnlichem rauskommen. Okay, nochmal ein paar Tipps zur Technik. Genau. Ordentlich in Position bringen, genug Platz zwischen Hand und Fuß. Und dann, wenn ihr eure ersten Versuche startet, eure Hand und euer Arm geben die Richtung vor. Und gerade wenn ihr am Beginn eurer akrobatischen Karriere steht, versucht eben noch nicht, die Hüfte gleich Richtung Decke zu schleudern, sondern flach über dem Boden. Ja, Sicherheit geht immer vor. Das heißt, absetzen und der Arm zieht etwas flacher über den Boden Richtung Schulter und der Rest des Körpers folgt. Genau, also ja, möglichst flach, dass auch keine Gefahr besteht, dass ihr irgendwie hinfallt und euch wehtut. Worauf müsst ihr noch achten? Ganz klar, niemals mit dem Arm einknicken. Ist logisch, aber man sollte trotzdem immer darauf achten, Arm schön gestreckt zu lassen. Sobald ihr hier einknickt, ist es vielleicht nicht so gut. Und deswegen könnte es auch sinnvoll sein, einen weichen Untergrund zu nutzen. Es ist allerdings nicht zwingend notwendig, weil, und ich demonstriere es nochmal, ihr könnt den Makako letztendlich so leicht wie nötig machen. Das hier ist dieselbe Bewegung. Okay? Ihr habt euch genauso um euren Arm gedreht, aber ihr seid halt kaum abgesprungen, habt eure Hüfte kaum hochgenommen. Aber selbst von da kann man sich leicht steigern. Da war die Hüfte schon ein bisschen mehr dabei. Schon wieder mehr und so weiter und so fort, so wie ihr es eben gesehen habt. So, ich werde das jetzt kurz demonstrieren und ich werde einfach das, was ich gerade gemacht habe, immer wiederholen und immer ein Stück höher, so lange, bis es am Ende dem, was ich ganz am Anfang gemacht habe, sehr ähnlich sieht. Okay, wir fangen an. Das war schon etwas höher als eben. Das war schon wieder etwas höher. Und genau, so steigern wir uns Stück für Stück. Noch ein Stück höher. Okay, die häufigsten Fehler, die ich sehe, sind zwei. Der erste sieht dann so aus. Und zwar wird meistens schon die Hand zu nah an den Fuß gesetzt und dann wird abgesprungen. Und bei dem Versuch, sich seitlich über die Schulter zu drehen, gelingt das Ganze nicht ganz. Und man springt ab und fällt, knickt mit dem Arm ein, was in dem Moment auch die einzig natürliche Reaktion ist, weil ja, man erstens gar nicht genug Abstand zum Arm hat, um sich wirklich außen rumdrehen zu können, vielleicht noch gar nicht genug Kraft hat, um wirklich in dieser Position das eigene Gewicht zu halten.
Genau, und der größte Fehler ist eigentlich dabei, mal abgesehen von dem Abstand zwischen Hand und Fuß, dass die Hüfte nicht wirklich eingedreht wird. Und das ist wirklich etwas, was wir versuchen. Wir versuchen aktiv die Hüfte einzudrehen. Und in dem Fall versuche ich ja jetzt, mich über die rechte Schulter zu drehen. Das heißt, in meinem Fall, der linke Beckenknochen muss meiner Hand, meinem Arm etwas energischer folgen, dass ich wirklich seitlich mich bewege. Und eine andere Sache dabei ist, dass viele eben auch da schon wieder versuchen, zu viel zu machen. Ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, ihr müsst nicht mal eine halbe Drehung bis darüber machen. Ihr könnt am Anfang ja eben auch diese Vierteldrehung machen. Und ihr könnt euch das auch so vorstellen, wenn ihr wirklich nur mal antesten wollt, wie sich das Ganze anfühlt, setzt eure Hand ab und geht seitlich rüber. Okay, das ist letztendlich die Bewegung. Wenn ihr das mit Schwung macht, ihr werdet zwar nicht ganz so weit kommen, wie ich gerade gelaufen bin, aber genau, so sollte das dann aussehen. Okay, das war Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2, den ich ganz häufig sehe, ist der, dass man versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem man mit einem Bein abspringt und es quasi vorschleudert, statt die Kraft von beiden Beinen zu nutzen und abzuspringen. Das bringt euch keinen Vorteil. Es ist zwar möglich, aber es ist schwerer. Also das sieht dann meistens so aus, wenn ihr jetzt den inneren Fuß nutzt. Und wenn ihr den äußeren nutzt, das funktioniert etwas besser, ist aber trotzdem schwerer, sieht das Ganze so aus. Genau, nutzt ruhig die Kraft, die ihr in euren Beinen habt, nutzt beide Beine und es wird euch wesentlich leichter fallen. Gut, das war's auch schon von meiner Seite. Wenn ihr noch ganz viele andere interessante Dinge lernen wollt, könnt ihr gerne auf den YouTube-Kanal der Johanniter gehen. Da haben andere Lila Lu Workshop-Leiter zu ihren Fachgebieten Dinge hochgeladen. Da seht ihr zum Beispiel auch das Handstand-Tutorial von Max, das ich schon erwähnt habe, oder eben auch, wie ihr die Brücke machen könnt von Stella. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis nächstes Mal.